Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht, aber sie reimt sich und da ist es vielleicht hilfreich, wenn wir uns mal zurückerinnern an die 10 Investmentgebote, die ein legendärer Analyst aufgestellt hat. Dieser legendäre Analyst, das ist Mr. Bob Farrell, der dann bei Merrill Lynch gearbeitet hat. Und die Regel Nummer 7 von diesen 10 Geboten, das 7. Gebot gewissermaßen, lautet: Bullenmärkte sind stark, wenn sie breit aufgestellt sind, wenn also viele Aktien steigen, und Bullenmärkte sind schwach, wenn nur wenige Aktien steigen. Und das war das Muster der letzten Tage und Wochen. Es sind nur wenige Aktien gestiegen. Schwergewichte wie Apple, wie Amazon, wie Microsoft haben die Indizes auf neue Allzeithochs geführt, aber mehr als die Hälfte aller Aktien sind nicht im Aufwärtstrend. Also stimmt etwas mit diesem Bullenmarkt nicht? Großes Fragezeichen. Jedenfalls sehen wir, dass die Beteiligung, neue Hochs, neue Tiefs, Aktien über dem 50 oder über dem 200-Tages-Durchschnitt immer geringer geworden ist. Und hier schauen wir uns mal ein paar dieser Gebote an. Ich greife mal ein paar raus. Erstes Gebot: Märkte tend to return to the mean over time. Also die werden zu ihren Durchschnitten langfristig zurückkehren. Und jeder Ausschlag in eine Richtung zieht einen Ausschlag in die entgegengesetzte Richtung nach sich. Es gibt keine neuen Zeitalter. Diesmal ist alles anders. Wie oft musste ich mir diesen Spruch anhören, etwa von AMC-Jüngern oder GameStop-Jüngern, weil man eben die neue Zeit angeblich nicht versteht. Es exponentiell fallende oder exponentiell steigende Märkte, die gehen weiter, als man denken kann. Ja, derzeit haben wir exponentiell steigende Märkte und auch viele haben sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass die so weit steigen können. Die meisten kaufen am Top und die wenigsten am Boden eines Marktes. Das ist sicherlich eine große Weisheit. Furcht und Gier sind stärker als Long-Term Resolve, also als langfristige Überlegungen. Dann dieses 7. Gebot, das ich schon genannt hatte, mit den Bullenmärkten sind stark, wenn viele Aktien steigen. Bärenmärkte haben 3 Stufen, entwickeln sich in 3 Stufen, auch das ist eine richtige Beobachtung. Wenn alle Experten und Analysten übereinstimmen, dann wird etwas anderes passieren, auch das ist wohl richtig. Und der letzte: Bull Markets are more fun than bear markets. Okay, ja, für diejenigen, die long sind, ganz klar, für diejenigen, die short sind, natürlich nicht, aber das sind schon sehr, sehr weise Punkte. Vielleicht googeln Sie das mal, Bob Farrell. Mit Doppel-R und Doppel-L, wirklich ein hochinteressanter Mann mit hochinteressanten Ideen, die, glaube ich, die Dinge auf den Punkt bringen. Und natürlich, es ist so, there is no alternative. Tina, es gibt keine Alternative. Hier sehen wir mal, dass eben die Long-Term Real Returns, also praktisch die realen Renditen minus Inflation, da ist mit Anleihen derzeit nichts mehr zu gewinnen. Dementsprechend sind die Investoren auf der Flucht. Aufgrund der finanziellen Repression in andere Assets, eben in Aktien, in Immobilien, weil mit Anleihen nichts mehr zu verdienen ist, weil die Renditen das nicht mehr hergeben. Und man sieht, wie krass jetzt eben diese Zuflüsse etwa in Aktien sind, in ETFs. Da haben wir jetzt alleine fast 500 Milliarden Zuflüsse in diesem ersten halben Jahr. Das ist schon fast so viel wie im Gesamtjahr jetzt 2020. Auch das war ein absolutes Rekordjahr. Damals haben wir 497 Milliarden an Zuflüssen gehabt. Also das haben wir jetzt fast schon geschafft. Und werden das mit Abstand sicherlich übertreffen. Alle müssen irgendwie irgendwo rein, wo es vielleicht noch Rendite gibt. Und so haben wir dann eben Klumpenrisiken, weil alle in derselben Geschichte sind. Zuletzt waren alle in Tech, wie wir gleich sehen werden. Hier zum Beispiel können sich nur noch, eine aktuelle Umfrage der Bank of America, 3% vorstellen, dass wir in den nächsten 6 Monaten einen Bärenmarkt haben. Also praktisch keiner. Man geht davon aus, dass das alles so weitergeht, dass da keine saftigere Korrektur mal kommt. Und Long Tech ist jetzt der most crowded trade. Also man ist long in Tech-Werten, man ist long in ESG. Also diese Nachhaltigkeitsgeschichte. Weniger long ist man jetzt im Juli im Vergleich zum Vormonat in Bitcoin. Und man ist auch weniger long in Commodities, also in Rohstoffen. Auch das interessant. Und wenn wir jetzt mal davon sprechen, wie jetzt eben, naja, so ein paar Blasenexzesse funktionieren, dann müssen wir über Cathie Wood sprechen. Manche fragen mich, was hast du gegen Cathie Wood? Ich habe überhaupt nichts gegen Cathie Wood. Ich finde sie eine sympathische, intelligente Frau, aber sie ist für mich das Symptom einer Blasenentwicklung an den Märkten, die alles Blase, die durch die Notenbanken eben erzeugt wurden.
Und jetzt hat interessanterweise JP Morgan gesagt, ja, shortet hier die Bubble-like ARK Funds, also kaufte Put-Optionen auf die Fonds von Cathie Wood, weil man sagt, das ist eben sozusagen ein Phänomen der Blase. Also da sieht es offenkundig jetzt JP Morgan ähnlich wie ich. Man kauft unprofitable Tech-Unternehmen, das hat Cathie Wood ja massenweise gemacht, weil man sagt, okay, wir werden eine große Deflation bekommen, oder weil Cathie Wood genauer gesagt eben das behauptet, wir bekommen eine große, große Deflation. Dementsprechend sind die Tech-Werte, ob profitabel oder nicht, die ganz großen Gewinner. Da hat sie dann voll zugeschlagen. In der letzten Woche lief es nicht so gut, nachdem die Erholung in ihren Fonds ja durchaus greifbar war. Also hier, das ist für mich eben ein Symptom. Ich habe nichts gegen die liebe Cathie Wood, um das nochmal klar zu sagen, aber sie ist für mich eben Ausdruck eines Zeitgeistes, den es nur jetzt geben kann in einer Allesblase, die durch die Notenbanken geschaffen wurde. Dementsprechend berichte ich immer wieder über sie und finde das Ganze interessant. Apropos Notenbanken, wir haben heute interessante Aussagen wieder von Jerome Powell gehört. Der hat gesagt, ja, die Inflationserwartungen, die steigen zu schnell. Dann müssen wir sie mal verlangsamen. Wir werden reagieren, wenn das so weitergeht. Für die Notenbank Fed ist ja vor allem die Erwartung von Inflation sehr wichtig, weil die dann Fakten schafft. Wenn die Leute Inflation erwarten, dann kommt sie auch, weil sie sich dementsprechend so verhalten, dass die Inflation dann auch wirklich kommt oder eben die Deflation oder eben die Rezession, je nachdem. Und dann hat Paul auch gesagt, wir haben noch keine Entscheidung getroffen, wie wir unsere Bilanzsumme reduzieren wollen. Ob das jemals passiert, kann man ja fragen. Und dann auch interessanterweise, Paul hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, also die Investoren, ihre Risiken im Griff behalten. Naja, da bläst man die größte Blase auf, die man wahrscheinlich auf der Erde jemals gesehen hat, die Allesblase. Und dann sagt man den Leuten, ja, aber behaltet bitte eure Risiken im Griff. Man muss ja mit, wenn man professioneller Investor ist. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und dann ist derjenige, der diese Blase maßgeblich mit aufgeblasen hat, sagt, ja, aber schaut, dass eure Risiken nicht zu stark steigen. Und als er dann auch gefragt wurde, ja, siehst du denn irgendwie Blasencharakter an den Märkten? Und sagte, ja, gibt es durchaus, somewhat frothy market. Und dann zitiert er zum Beispiel SPACs, also diese Börsenmäntel-Vehikel, die jetzt ja praktisch tot sind, und Bitcoin, interessanterweise. Er sagte, ja, die Kryptowährungen haben es nicht geschafft, sich als Zahlungssysteme wirklich zu etablieren. Also das sind durchaus interessante Aussagen von Jerome Powell. Und dann hat er eben auch gesagt, ja, es sind nur ganz wenige Sachen, die sozusagen dieses Überschießen der Inflation in den letzten Daten wirklich gebracht haben. Stimmt das? Nein, es stimmt nicht, Mr. Powell. Wir haben hier diesen Tweet von John Authors, der das sehr, sehr genau zeigt und sagt, nehmen wir mal diese ganzen super heißen Kategorien raus, wie Essen, Benzin, Mieten, vor allem Gebrauchtwagen und so. Also da sind ja vor allem die Preise massiv gestiegen. Dann ist das immer noch die größte Inflation in 3 Jahrzehnten, selbst wenn wir diese super heißen Kategorien rausnehmen. Also vielleicht sollte Jerome Powell öfter mal zum Beispiel meine Videos sehen, gell? Ich werde ihn direkt mal darauf ansprechen, warum er das bisher nicht gemacht hat. Und interessant heute ja für die FED-Index schwächer als erwartet. Dagegen war der New York Empire State Index auf einem Allzeithoch, noch nie so hoch gewesen. Aber interessant, beim Philly FED werden die Leute auch gefragt, werden die Firmen auch gefragt, naja, habt ihr die Löhne zuletzt gesenkt oder angehoben? Und die Befragten haben zu 75% gesagt, wir haben zuletzt die Löhne angehoben. 0% haben gesagt, wir haben die Löhne gesenkt. Also das zeigt schon ein bisschen, dass diese Lohnpreisspirale möglicherweise doch auf uns zukommt. Und wir haben heute schräge Aussagen von 2 Mitgliedern der Bank of England gesehen. Heute vor allem Saunders, der gesagt hat, Mitglied eben der englischen Notenbank, der gesagt hat, ja, also wir müssen jetzt diesen Stimulus mal bald zurückfahren, weil einfach die Inflation hoch bleiben wird, nicht transitory ist, wie eben die Fed behauptet. Man stellt sich damit direkt im Gegensatz eben zur amerikanischen Notenbank und bums sind dann die Renditen für die 10-jährigen Gilts, also die 10-jährigen englischen Anleihen, mit nach oben gegangen. Jetzt warnt Mohamed El Erian, ehemaliger PIMCO-Chef, dann jetzt Allianzberater, der sagt ja, sowohl die Verbraucherpreise als auch Erzeugerpreise waren viel, viel höher als erwartet. Und das zeigt an, dass da noch Inflation in der Pipeline ist. Und die Fed macht wahrscheinlich einen Riesenfehler mit diesem Denken, dass die Inflation transitory sei.
Und da hat er wohl einen Punkt. Vielleicht interessant noch, wir hatten heute ja Daten aus China, Konjunkturdaten, so ein bisschen gemixt ausgefallen, teilweise besser, teilweise ein Ticken schlechter wie das BIP, aber die waren schon okay. Aber wenn wir uns mal den Energieverbrauch in China anschauen, der wahrscheinlich die beste Kategorie ist, um zu messen, wie es da wirklich ausschaut, dann sehen wir, dass da dieser Energieverbrauch rückläufig ist und das dürfte darauf hindeuten, dass auch dann die Einkaufsmanager-Indizes respektive die chinesische Konjunktur auch wieder nachlassen könnte, sollte und dürfte. Also, das war mal ein kurzer Streifzug, die 10 Investmentgebote von Bob Farrell, die sollte man sich wirklich mal anschauen, weil sie haben es in sich, sie bringen große Weisheiten auf den Punkt. Heute sehen wir gemischte Aktienmärkte, heute mal der Nasdaq etwas schwächer, also heute haben wir ein anderes Muster. Die Tech-Werte, die ja sehr stark überkauft waren, Apple trotzdem heute ein neues Allzeithoch erreicht. Also mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt beginnt normalerweise die etwas ungünstigere Saisonalität. Wir hatten zwei sehr günstige Wochen, die erste Juli-Hälfte, jetzt beginnt die etwas schlechtere zweite Juli-Hälfte, mal sehen, wie es ausgeht. Morgen ja der kleine Verfall, da geht es auch um einiges. Da ist viel Gamma-Exposure, wie die Amerikaner sagen. Aber jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sag Servus und Ciao.